Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist Talk. Heute mit meinem Gast Munir. Er bringt am 17.12.2021 sein erstes Album namens Renaissance. Gebt euch böse! Wir wollen nur die Scheine. Und wenn es sein muss, ja, dann mach ich mein Geld auf eine andere Weise. Zu viel Eskapaden, wollen alles haben. Es geht um Survival. 8-4, meine Gegend, Rolle, Essen, Martin, Gott an meiner Seite. Yo, was geht da? Piers Mollus 19 zu einer weiteren Folge Artist Talk. Munir heute mein Gast. Freut mich hier zu sein. Was geht ab? Bevor wir anfangen, kurzer Überblick über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst du hier? Was mache ich hier? Gute Frage. Mein Name ist Munir, 22 Jahre alt, aus Fürstenfeldbruck. Und ja, ich mache Musik, Hip-Hop, Rap, wie man es nennen will heutzutage. Ne? Und jetzt demnächst Album, haben wir schon im Vorspann erwähnt. Was erstes sagst du Album dazu? Spannend. Genau. Man möchte einfach raus damit, weißt du. Man möchte raus damit, sorry. Kein Problem, immer das Mikrofon am Mund, Bruder. Ja, Renaissance, der Titel, starker Titel, starkes Wort, viel Bedeutung, viel ausschlaggebende Kraft einfach. Ja, Mann. So, wie bist du auf diesen Titel gekommen? Was bedeutet der Titel für dich im Allgemeinen? Das Ding ist, ich würde sagen, man hat ja davor, ich habe ja einige Singles und sowas gemacht und Renaissance, irgendwie so Wiedergeburt, so meine persönliche Wiedergeburt, weil das Album ist sehr deep, sehr emotional und vieles, alles um mich herum, was passiert ist, alle Ereignisse, keine Ahnung, was in meinem Kopf ist, was mich bedrückt, so was ich erreichen will, alles irgendwie findet auf dieser Platte statt und für mich ist das irgendwie der richtige Zeitpunkt, jetzt auch mit Distri, mit dem ersten Deal. Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Distri hat dich jetzt so gesehen unter Vertrag genommen, einen Vertriebsdeal hast du bekommen. Erstmal Gratulation an dieser Stelle. Distri, jeder, der es nicht kennt, mal schnell auf Instagram gucken. Auf jeden Fall, da sind mehrere Künstler unter Vertrag. Supporten die Künstler und ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, Bro. Aber jetzt nochmal zu deinem Werdegang. Wie lange machst du schon Musik? Angefangen 2014. Im Jugendzentrum damals, Jugendzentrum West. Mit Axel, du hast es schon gesagt, der wird auch vorbeikommen. Axel Mania, Bruder. Schöne Grüße in die Hut. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll, weil so viele Kameras hier sind. Ich schaue da bei dir auch. Am besten. Nein, ersten Song habe ich aufgenommen im Jugendzentrum beim Axel. Und wie das Schicksal wollte, gab es zwei Wochen später vom damals noch Zickzack, vom Ziggy Brown. Schöne Grüße. Rap-Workshop sozusagen. Den Sitback. Ja, Mann. Nee, Mann, da war ich glaube ich, 15 Jahre alt, 14, 15 Jahre alt gerade und dann hat es so angefangen und irgendwie haben sich die Ereignisse überschlagen und jetzt sitzt hier. Ziggy Brown jetzt seit neuestem Jahr auch wieder am Start, habe ich gesehen. Hat ja, was der muss. Hat richtig krasse Scheiße, Bruder. Der muss unbedingt was rausballern. Ja, der muss auch unbedingt mal hierher. Schöne Grüße an der Stelle, Ziggy. Beweg deinen Arsch, Soundstar Studios, du weißt Bescheid. So, und wie ging es dann weiter? Dann hast du mit Ziggy Brown deine Sache gestartet, so mit 15 ungefähr, oder? Genau. Also ich war eigentlich noch ein kleiner Junge. Dann gab es diesen Rap-Workshop, jede Woche einmal. Und den gab es zweimal insgesamt und dann hat es so langsam gestartet. Erste Mal Songs geschrieben, Texte auseinandergenommen. War dann auch der Janel zum Beispiel dabei, kennst du bestimmt auch, der Producer. Und ja, und irgendwie haben die Dinge seinen Lauf genommen, erste Facebook-Videos abgedreht. Wir haben damals auch so ein Video gemeinsam gedreht mit den Jungs, die alle am Start waren. Und dann war der Kurs irgendwann vorbei, aber diese Sache ist einfach hängen geblieben. Und irgendwie habe ich mich dann nicht am See, sondern halt im Studio, im Jugendzentrum verlaufen. Und dann war ich halt da tagtäglich. Hast Gas gegeben. Hast du auch gleich von Anfang gesagt, ich will selber Texte schreiben? Oder war das so, wie man aus dem Workshop kennt, so der eine ist mehr talentiert in Schreiben, der andere soll es rappen? Oder war das so aufgeteilt oder hast du gleich von Anfang an gesagt, ich will selber lyrisch aktiv werden? Selber schreiben, selber machen, selber produzieren. Ja. Weil jetzt mittlerweile hast du ja ein eigenes Studio, produzierst dich größtenteils selbst. Ja. Und hat es da schon seinen Anfang genommen oder kam das Ich glaube, der entscheidende Punkt bei der Sache ist einfach, dass
Ziggy selbst mir immer gesagt hat oder mich dahin gepusht hat, dass ich meine Sachen selbst machen soll, dass ich mein eigenes Equipment an den Start bringen soll. Ich weiß noch damals, irgendwas hat nicht geklappt. Dann bin ich am nächsten Tag Technomarkt gegangen, MacBook gekauft und habe Ziggy angeschrieben, hey, ich will mein eigenes Setup einrichten. Und dann hat er gesagt, komm bei mir vorbei. Dann hat er die Apollo übrig gehabt, noch Mic. Sind noch Just Music gefahren. Die haben, glaube ich, zugemacht mittlerweile. Gibt's nicht mehr, ja, leider. Ja. Da habe ich alle meine Schaumstoffmatten gekauft, Mikrofon, alles war ein cooler Laden. Und dann hat er tatsächlich, weil er sich irgendwas, er wollte sich die neue Apollo holen und hat mein Setup sozusagen zusammengestellt und hat sogar noch vorgestreckt. Und ich habe es ihm dann abbezahlt, weißt du. Aber das war so der, ich glaube, elementare Grundstein, wieso ich jetzt auch das eigene Studio habe. Weil es sich irgendwie eingeprägt habe, so hey, so selbstständig wie möglich zu sein. Mach. Und wenn du es gut machen willst, mach es selbst. Und jetzt haben wir die coole Arbeitsatmosphäre, weißt du? Eigenes Studio, Tag und Nacht kann ich reingehen mit meinem Producer Daniel Teutsch. Shoutout an der Stelle. Der hat auch das Album produziert, komplett oder? Fast, ja. Mix gemastert, oder? Komplett fast, ja. Also er hat wirklich mich das letzte Jahr seit Januar ertragen müssen. Wir haben ja letztes Jahr gestartet. Da haben wir uns so gefunden. Aber eigentlich eine krasse Geschichte. Weil ich habe von Janel habe ich ein Beat gepickt. Nein, nicht von Janel, sorry, von Ziggy, seinem Cousin Alex aus Wien, schöne Grüße. Und ich habe einen Song gemacht, bist du dabei? Das war so das erste Release so mit Video. Und dann bin ich in Paris, also ich bin in Paris, liege auf dem Bett und ich sehe, okay, Ferro 47 hat ein Video released. In Paris gedreht. Okay, ich denke mir nichts Schlimmes. Ich gehe auf dieses Video, einfach exakt dasselbe Sample, unverändert, so wie es in meinem Song ist. Und dann saß ich so da in Paris, ich so, das kann doch nicht sein. So, du bist in Paris, du schaust das Video für dich, was in Paris gedreht worden ist und du hast deinen ersten so richtig geilen Song gemacht. Aber ich finde sowas immer dope. Aber weißt du, was dann krass war? Normalerweise hätte Daniel und Alex hätten sagen können, so scheiß drauf, der Beat so Geschichte. Aber nein, die haben dann nochmal komplett angefangen, neu zu produzieren den Song, so wie er jetzt auch online ist. Und das war so der Startschuss für diese ganze Zusammenarbeit irgendwie. Und dann hat sich das mittlerweile so gefügt und jetzt sind wir Team. Aber findest du nicht, dass es geil ist, so wenn ein anderer starker Künstler fast denselben Beat hat oder denselben Sample und die Leute dann so indirekt mäßig vergleichen können. Schau mal, was hat der drauf geballert? Ja. Was hat der andere? Letztes Jahr habe ich das Münchner Gesindel nochmal kurz ein bisschen direkter gedisst gehabt und es war dann zufällig derselbe Beat, den auch andere Rapper benutzt haben. Typhoon 089 hat den selben Beat benutzt, zufälligerweise. Ja. Dann einer von Wissein-Leuten. Ja, das ist halt, wenn du Name nicht ein. Internet-Beats aber es war ja die Angst dahinter, dass die so rechtliche Geschichten, weißt du. Nicht, dass sie dann kommen und sagen, das ist sein Song und was. Ja, es kommt immer drauf an, welche Lizenz du natürlich erworben hast damals. Und ja, weißt du, vor eineinhalb Jahren, ich war einfach nur so, okay, ich möchte sauber sein, möchte meinen Song machen. Und hast du es dann gar nicht mehr rausgehauen oder nur auf Instagram oder wie hast du Nein, nein, gemacht? Die haben den Song, wie er jetzt online ist, so komplett neu produziert. Auf einem ganz anderen Beat dann und. Genau, neu produziert, Gitarre neu eingespielt. Der Daniel, der spielt auch alles selbst ein, Gitarre, der ist. Das ist ziemlich stark auf jeden Fall. Also wir starten wirklich gemacht, das Album so teilweise, wir haben Songs gemacht, wir sind ins Studio gegangen, wir haben nichts und dann startet irgendwann mit so einer Grundlage, meistens mit einer Gitarre. Spielt ein bisschen was ein, dann fällt mir ein paar Zeilen Lagerfeuer, ein. Atmosphäre und so. Ohne Witz, ja, mein Song, der heißt Lagerfeuer, haben wir gemacht. Ja, ja, willst du später zeigen? Normal, um Gitarre, was soll da anderes kommen, Bruder? Nein, nein. Nee, aber so, ich muss sagen, davor habe ich auch immer Beats aus dem Internet und so größtenteils gewählt. Es sind noch ein, zwei auf dem Album jetzt drauf. Aber was ich jetzt für mich entdeckt habe, es macht umso viel mehr Spaß, wenn du einfach von null eigenen Sound kreierst. So, wenn du Leute um dich hast, die auch Bock haben, eigenen Sound zu machen. Normal, du brauchst dann natürlich auch den passenden Move, beziehungsweise den passenden Produzent, der einfach, was er macht, was dir auch taugt, Bruder. Ja. Weil oft ist es so, du willst mit einem zusammenarbeiten, er zeigt dir zum Beispiel 100 Beats und dir taugt halt kein Beat oder nur ein Beat oder nur zwei Beats von allen Beats, die er so macht. Und dann ist es immer so eine Frage, kannst du warten, bis er noch Beats produziert, die dir dann auch taugen? Oder sagst du, nein, ich will meine Zeit jetzt nicht verschwenden, um auf Beats zu warten. Ich gehe gleich auf Beatstars und Co. und schau, wo ich mir Beats als Lizenz holen kann oder als Exclusive. Aber diese ganze Beatstar-Sache, so wenn du halt nicht Exclusive kaufst mit den ganzen Lizenzen, so am Anfang ist cool, aber jetzt umso mehr Leute involviert sind, so ist halt so kompliziert.
Und diese, du hast ja dann immer die Lizenzen, wo du durchlässt und jeder kann es ja so. Ja, aber normalerweise, ich habe mal mit einem Beat-Produzent geschrieben, da habe ich denen auch gesagt, was ist denn zum Beispiel, wenn ich die und die Lizenz hole und auf einmal zum Beispiel habe ich auf Spotify, gehe ich viral und habe viel mehr Streams, als wie ich die Lizenz gekauft habe. Ja. Dann hat er gemeint, es ist kein Ding, du musst dann nur das zahlen für die höhere Lizenz. Ja, also nicht auf einmal ein paar tausend Euro, sondern keine Ahnung, du hast die 40 Euro Lizenz, die nächste Stufe wäre 80 Euro, da musst du halt 40 Euro wieder hinlegen. Klar. Und deine Lizenz aber die meisten, erweitern. Die meisten gelten ja nur 10 Jahre zum Beispiel, wenn du mal reinguckst in die Lizenz. Ja, Bruder, und da in 10 Jahren, da denke ich da nicht mehr dran, das nachzukaufen. Ich weiß nicht, weit. Na, aber ich glaube, er müsste sich dann bei dir melden oder ich weiß gar nicht, wie das dann abläuft, Digga. Ja. Oder du müsstest den anschreiben. Aber zum Beispiel, ich habe bei mir immer jeden Beat mit der Lizenz, mit allen Variationen, Extraspuren oder sowas, immer alles separat auf der externen Festplatte. Da fehlt sich nichts. Aber für Newcomer, die starten auf jeden Fall eine geile Option, für $30 oder so ein Beat zu holen. Ja, auch Exclusive Beats sich da einfach zu picken. Da gibt es Leute, die hauen Exclusive Beats raus für 100 Euro. Ja. Cool. Also, cool. Warum nicht? Wenn man keinen Kollegen, besten Freund, Kumpel. Ja, Mann. Manche Beatmaker sind halt auch so. Klar, die geben sich viel Zeit, Mühe, haben viel Lernzeit gehabt, viel Equipment gekauft, bla bla bla. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn dann ein 17-, 16-Jähriger steht, der gerade frisch anfängt zu rappen und der hört, der muss für ein Beat 4, 5, 600 Euro hinlegen, oder? Schafft er nicht. Deshalb, so ist ja das Coole, wenn du halt so ein Team findest, so wie mit Daniel. Du hast einfach, du hast dieselbe Vision. Jackpot. Du hast dieselbe Vision und ihr macht das einfach gemeinsam. Und du kommst nicht immer in diesen Clou, wo du sagst, weiß schon, zahl mir jetzt das oder das. Weißt schon, ich zahle das Studio, wenn du den Schlüssel willst. Vor allem hat es dann einen Faden, wie du auch gesagt hast. Weil wenn derselbe Beat-Produzent natürlich das Album macht, dann hat es, egal auch wenn jeder Beat irgendwie natürlich anders ist, aber das ist wie beim Künstler, so irgendwann erkennt man schon, wer hat welchen Beat gebaut. Also ich muss sagen, wir haben uns echt krass gesteigert, was das angeht. Vor allem die, jetzt, ich habe ja davor noch ein neues Mic geholt. Das Neumann TLM 49 war auch nochmal so ein kleines Wunschding. Und es hat alles nochmal auf so das Level gehoben. Auch wenn du das TLM 102 hast oder so. Auch geil. Das reicht auch schon, Bruder. Auch 600 geil. Euro, da bist du auf jeden Fall weit vorne von der 100%. Qualität so. Ich habe das zum Beispiel mit einem Babyface kombiniert. Das ist super geil. Also. Sogar noch das alte, das allererste Babyface. Das war schon stark. Ich kenne das gar nicht tatsächlich. Bruder, ich bin zu jung. Dem, da warst du nicht oft genug im Music Shop, Bruder. In Just Music, Bruder. Aber jetzt nochmal zu Ziggy Brown. Ihr kennt euch schon lang. Teilweise Mentor, teilweise erster Unterstützer. Freund, alles. Für eigene Musik. Wann kommt man mit euch was zusammen? Habt ihr da was geplant oder was? Was ist da los überhaupt? Das Ziggy ist dann eigener Kopf, sag ich mal. Wir haben schon oft drüber gesprochen oder ich habe ihn gefragt, aber er ist so in seinem, selbst mit sich beschäftigt und mit seiner Musik so und macht einfach sein Ding. Also deswegen. Ich habe ja zum Beispiel... Aber so, sonst immer gerne, auf jeden Fall, jederzeit. Ich habe dich zum Beispiel entdeckt so... bei einem Track, da hast du über deine Mutter gerappt, darüber, schon dass sie krebskrank war und dass sie den Krebs besiegt hat. An dieser Stelle schönen Grüße an deine Mama. Schönen Grüße, Mama. Sehr, sehr schön, dass sie den Krebs besiegt hat. Ja, das Leben ist ein Kampf. Jeder muss durch irgendwas. Hast du schön verarbeitet gehabt. Da habe ich dann fleißig geteilt. Vor allem Musik war dann in der... Das Krasse war ja eigentlich, was mir so diesen Push gegeben hat, dass ich sage, ich ziehe Musik durch. Aber du bist halt irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, dein Leben kann sich von heute auf morgen einfach um 180 Grad drehen. So. Morgen kann alles anders sein. Könnte passieren. Safe. Und dann gab es irgendwann diesen Moment, ich habe mich auch ziemlich gehen lassen und so, oder war halt einfach mental nicht da. Aber dann gab es diesen einen Punkt, wo ich gesagt habe, hey, du hast nur diese eine Zeit so und du willst das machen und du ziehst jetzt durch. Und seit diesem Tag ging dann irgendwie alles so Schlag auf Schlag und hat weitergemacht und so. Ist deine Mutter zum Beispiel auch so, dass sie hinter deiner Musik steht oder ja, 100%. Sagt sie mehr, geh, keine Ahnung, lieber in die Werkstatt oder so? Nein, gar nicht. Mein ersten Auftritt, meine Eltern waren da. So auf die Support, was geht. So, manchmal müssen sie mich einbremsen, wenn ich wieder um 23 Uhr sage, so, hey, ich gehe noch kurz ins Studio oder ich muss noch das machen. Oder zum Beispiel jetzt, wo gehst du schon wieder hin? Normal, da musst du sagen, der Modus hat gerufen. Ich kann nicht anders, er zwingt mich. Nein.
Nee, die supporten das voll und vor allem, sie sehen ja das, was vorangeht. Und auch im Studio waren auch sagen, ich muss auch sagen, ich selber mache viel Street-Rap, viel Gangster-Rap, viel, keine Ahnung, wie Leute das bezeichnen würden, weil meiner Ansicht nach rappe ich zum Beispiel nur über mein Leben. 100%. Oder wenn du das Gangster-Rap nennst, dann nennst es Gangster-Rap, Bruder. Nein, aber das ist deine Erfahrung, die du verarbeitest. Genau, aber wo ich dich gehört habe, du bist ja normalerweise musikalisch ein bisschen eine andere Schiene. Ja. Auch Autotune, so ein bisschen moderner, so die Vibes auf, wie du gesagt hast, schön auf Deep und mehr so, dich könnte man auch sofort im Radio spielen. So. Ja. So, wobei am Album auch sehr viel Bars dabei sind, muss ich dazu sagen. Ja klar, wir haben auch härtere Tracks schon von dir gesehen, aber ich meine, es steht dir auch gut, solche Tracks zu machen. Mhm. Ich feiere jetzt nicht jeden, der sagt, ich mache so normale Musik oder so, aber ich habe dich gesehen, habe dich gefühlt, deswegen Ziggy Brown hat vor kurzem was released, den habe ich auch brutal gefühlt, Bruder. Ja. Deswegen so ein Track, deep mit so ein bisschen harten Bars dazwischen, vom Ziggy zum Beispiel, würde ich auf jeden Fall hart sein. Ich sehe das und ich habe das und ich weiß zu 100%, das, er kann noch so viel mehr da rausholen, weißt du? Er kann noch viel mehr als das, was er da gezeigt hat und das ist schon krass. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Am 26.11. kommt auch deine Single, Kein Sinn. Ja, tatsächlich, heute Sinn, Bestätigung oder? Vom Vertrieb. Warum kein Sinn? Alles hat keinen Sinn. Nein, gute Frage. Wieso ist das die erste Single? Ich würde sagen... Auch warum heißt der Track Kein Sinn oder... Also der Track handelt, also es startet eigentlich, also es ist ein Love-Song sozusagen und handelt über ein Mädchen, das lieber sich betäubt sozusagen, anstatt so ihr Ding zu machen statt und den Weg mit mir zu gehen. Und das Krasse bei dem Song ist halt, wir starten, der ist halt künstlerisch so, den Song machst du, weil du Musik liebst und der ist jetzt gar nicht so auf Mainstream fokussiert. Und da hast du auch im Song selbst einen Tempowechsel und ich habe gesagt, hey, ich möchte hier keinen Hit landen, sondern ich möchte Kunst machen. Und dann lag es eigentlich nahe, dass wir den Song als erstes nehmen und er ist auch richtig fett. Oder wenn du heutzutage Hits machen willst. Ich muss es später zeigen. Dann brauchst du Ketten wie Hunde, Bruder, so ganz eng am Hals. Oder so. Dann brauchst du ganz enge Jeans am Aquarium. Und dann, Bruder... brauchst du unbedingt noch pinke Haare und Autotune, Bruder. Und Fingernägel lackieren. Ja. Ja, viele mittlerweile. Ja, echt krass, Digga. Ja. Echt krass. Aber ich leben und gesehen, leben lassen. Die rauchen Chibits und sagen, ich rauche jetzt einen Penis und keine Ahnung, so ganz komische Geschichten. Einmal zensieren, bitte. In der Regie. Ja, aber ich finde einfach stabil, was du machst, Digga. Danke, Mann. So, ich selber, man denkt es vielleicht manchmal nicht, wenn man mich als Künstler kennt, aber ich feiere auch Künstler wie Bosa, Elbit zurzeit mein absolutes Lieblingslied. Krass, Gänsehaut. Hab ich auch beim Zani gesagt im Interview. Gänsehaut, so, das sind eigentlich so Tracks, die ich mir zu Hause gebe, weil ich brauche das Musik, um mich zu beruhigen und wenn ich selber Musik mache, dann brauche ich das, um mein Ventil abzulassen. So. Ja, weißt, 100%. Und deswegen kann ich ohne Probleme sagen, ich feiere Monier, ich feiere deine Videos bis jetzt, deine Clips, ich feiere sogar die ruhigen Sachen ein bisschen mehr als wie die Street-Sachen so. Ja. Und ich finde einfach krasse Künstler und du hast es auch verdient. Wie gesagt, am 17.12. kommt das Album. Ja, Mann. Da wird auch ein Video kommen, Brechen. Ja. Was ist das für ein Song? Brechen, muss ich sagen, ist glaube ich so der Startschuss von dem Album gewesen, weil das war ein Song, wo wir im Studio sind, wo wir gesagt haben, alter Schwede, wo auch meine Freundin gesagt haben, alter Schwede, was da passiert. Und dann irgendwie ab dem Musik Zeitpunkt... Musik für Kaputte oder Musik für die Oberliga, Bruder? Für die Oberliga, aber auf motivierende Basis. Also so die Hooks, so sagt, wer will mich brechen? Er trank meine Sorgen in Alkohol und Zigaretten, so nach dem Motto. Aber es ist wirklich, wenn du das hier auf Boxen gibst, ist es eine Hymne so. Also ich liebe diesen Song über alles und der steht irgendwie so für das gesamte Album eigentlich am ehesten. Geil, aber zum ersten Single hast du dich hier gar nicht entschieden, auch ein Video zu drehen? Doch, zwei Videos. Also bei Kein Sinn wird auch ein Video. Auch ein Video, sein. Natürlich. Wo hast du die Videos gedreht, mit wem? Besser Mann, Shoutouts an Merchant Blur Design, Mario. Wir haben uns, man muss dazu sagen, wir haben angefangen zu drehen, er hat auch Weißwein gedreht, Survival und sowas. Und es ist relativ, also wir verstehen uns richtig gut, unsere Zusammenarbeit ist unkompliziert. Und er hat sich auch, beziehungsweise ich bin eher so, ich denke immer im Team, genauso wie mir Daniel und wir das jetzt so aufbauen, ist er auch so ein Teil davon geworden, einfach mittlerweile. Und er hat sich auch, was seine Produktion betrifft, krass gesteigert. Und ich würde sagen, wir haben mit den neuen Videos auf jeden Fall nochmal einen
er hat für sich hat ein Level draufgesetzt, genauso wie wir es musikalisch gemacht haben. Deswegen bin ich nicht nur stolz auf mich, sondern einfach auf die Jungs auch. Auf das ganze Team halt. Ja. Am Ende zählt auch das Endprodukt, weißt du? Ja, und dann muss es einfach harmonieren. Das ist schon was sehr Nices, was du dir da aufgebaut hast. Ja. Du kommst ja aus Fürstenfeldbruck, das ist genau. In München. Was geht da so mit Hip-Hop ab? Wie waren deine Erfahrungen, wo du klein warst? Ja. Gab es andere Rapper, gab es Möglichkeiten oder hat man nur nach München rüber geschaut oder? Eigentlich, ich muss sagen, so meine Ansprechpartner, meine Person war immer Ziggy. Dann hast du natürlich noch Sunny und die Jungs, die auch aus der Gegend kommen. GNM. Ja. Genau, schöne Grüße an der Stelle. Dann gibt es auch sehr viel Nachwuchs bei uns. Einmal der Adin macht sehr viel. Und es gibt auch einen Jungen, der nennt sich Alpa. Der ist auch aus der Gegend, der hat jetzt noch keinen Song oder so aufgenommen, aber auch sehr krasse Bars, also sehr talentiert. Und so gibt es einige, die Musik machen. Und irgendwie kommen die langsam alle noch aus ihren Ecken so. Sehr viele irgendwie. Es werden immer mehr, es hört gar nicht mehr auf. Aber es freut mich. Manchmal denke ich, heutzutage gibt es mehr Rapper als wie Rap-Zuhörer, Bruder. Ist auf jeden Fall stabil. Aber natürlich hoffe ich auch ein Teilstück davon, auch wenn ich für Love and Peace bin und sowas, dass auch sowas wie eine Szene entsteht. Mal ein bisschen Beef, bisschen Stories. Da stehst du voll drauf, gell? Bisschen reinficken, Bruder, so, keine Ahnung. Ich stehe nicht drauf, Bruder, aber es macht's halt interessant, Bruder. Ja, voll. Ich meine, so letztes Jahr ging's ein bisschen drunter und drüber in München mit gewissen Personen, gewissen Labels. Ja. Es hat schon Schwung gebracht, es hat auch Spaß gemacht, glaube ich, das zu verfolgen einfach. So, ich hab es war halt auf allen Seiten präsent, würde ich sagen. Ja, so, ich hab mir das selber angeschaut, hab mich totgelacht zu Hause. Ja. Hab mir gedacht, was sind das eigentlich die meisten für Mongos, Bruder, so ungefähr, weißt du, wie ich meine? Ja, es ist halt so, Bruder. So, nur Schlagzeilen machen interessant. Schau an, wenn irgendein bekannter Rapper zu lange nicht auf dem Schirm ist, kommen so Geschichten, keine Ahnung. Ich spoiler jetzt, wer der dreckigste Manager Deutschlands ist. Manuelsen hat es vorher gepostet, rausgehauen. Bei ihm finde ich es aber krass, weil er spoilert halt, natürlich. Ja. Bringt ihm selber Aufmerksamkeit. Ja. Aber er haut auch die richtigen Leute damit in die Pfanne, so. Teilweise. Natürlich. Manchmal vielleicht. Bro, ich habe auch einen Deal gehabt, wo nichts bezahlt worden ist. Ja, siehst du. Ja, du musst vorstellen, das war Frankfurt 2018. Da war ich ja bei Brain and Brain sozusagen. Das hat Momo News gemacht, weiß nicht, ob ihr was sagt. Zusammen mit, ich glaube, er hieß Murat. Und er hatte so eine Villa abseits in Frankfurt. Und da waren wir alle, da war, keine Ahnung, Fat Comedy war am Start. Asche hat dort auch gedreht sogar, das kann man anschauen. Asche, Cinderella, Sami und sowas. Sami auch kennengelernt und so. Und ich war dort im Studio bei Thank You Kid in Offenbach. Und ich habe eine EP produziert, bei weitem nicht so gut wie das, was jetzt kommen wird, so ehrlich. Aber am Ende wurde halt keine Rechnung bezahlt. Und das war nochmal so ein krasser Grund, wo ich dann zurückgekommen bin wieder mit null. Also jedes Wochenende war ich in Frankfurt, immer ganze Woche gearbeitet, Frankfurt gefahren. Sonntag 0 Uhr angekommen, München Hauptbahnhof. Wahnsinn, so. Was man halt alles auf sich nimmt. Ja, und dann war nochmal so dieses, okay, jetzt musst du erst recht die selbst aufbauen. Und ja, Mann, jetzt steht Studio. Also schau nochmal zum Thema Manuelsen zurück. Ja. Ich find's gut, dass es so einen gibt. Ich find's gut, dass auch wenn alle sagen, ja, er bringt sich selber so irgendwie ins Gespräch und so. Ich finde es gut, Bruder. Einer muss mal sagen, was überall für Scheiße rumläuft. Auch wenn er nicht immer recht hat. Nicht jeder Mensch kann immer recht haben. Aber es wird halt, glaube ich, sehr vieles totgeschwiegen. Er hat eine Münchner Künstlerin angegriffen damals, die Ruhr. Die hatten so ein bisschen hin und her gebieft wegen PA Sports und bla bla bla, Bruder. Ja. Da war vielleicht für die meisten ein bisschen zu übertrieben, so dass er zu den kleinen Mädchen gleich schreibt, bla bla bla, pass auf, was du machst und so. Ja. Das ist zum Beispiel voll an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt zum Beispiel Manager aufdecken, die Rechnungen nicht zahlen, die Newcomer ausnehmen, die keude Deals. Ich glaube, das ist viel spannender als irgendwelche Künstler, die Scheiße bauen. Weißt du? Ich finde das stark, dass er das macht. Ja. Hier an dieser Stelle Props an Manuelsen, Twin, an Cashmo oder so, der Brudi. Cashmo. So, Brudi, der Aufdecker Nummer 1, ihr wisst Bescheid. Hast du eine Doku gesehen? Noch nicht, gebe ich mir aber auf jeden Fall. Schau sie dir an, sehr krass. Sehr krass. Danach habe ich ihn erst nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise gesehen. Wieso, aber weshalb, weißt du, solche Leute muss es geben, weißt du, die sind 100%. Kontrovers, die einen feiern es, die anderen nicht. Aber das ist für mich Hip-Hop, das fehlt ein bisschen in München, München und Umgebung. Deswegen auch Beef gehört einfach dazu. Es gehört dazu, dass einer mal sagt,
Digga, ich feiere dich einfach nicht. Ist völlig in Ordnung. Und deine Person finde ich scheiße. Ist völlig in Ordnung. So. Und wenn du mir auf die Eier gehst, dann diss ich dich. Fertig. Ja, das ist Hip-Hop. Weißt du, wie ich meine? Ist auch Teil vom Sport. Alle Rapper heutzutage, die bekannt sind, Capital Bra, ja. PA Sports, warum sind die bekannt? Ja. Die haben alle gedisst, Bruder. Und Battle Rap gemacht. Ja, das ist einfach so. Das gehört auch zur Szene dazu, ob man will oder nicht. Ja. Auch wenn heutzutage, glaube ich, der Turn eher in so eine andere Richtung geht. Mehr auf dieses Ignorieren und jeder macht so für sich. Vor allem ich glaube, weil keiner seine Maschinerie kaputt machen will. Ja, viele haben Beef, ja, heißt halt auch immer, dass es auf einer anderen Seite Verlierer gibt. Ja. Also ich glaube, es gibt selten einen Beef, wo beide gleich stabil davon profitieren. Also Flair zum Beispiel hat es lange geschafft gegen Farid Bang und Kollege, aber es war auch ein harter Kampf, sein Gesicht zu bewahren. Weil wir kennen ja alle Karotte, dies, das, bla bla bla. Ich sag nur Algier, Da Vinci Code. Ja. Das war so Endlevel-Sache. Ja, weißt du, ich meine, und das müsste halt ein bisschen in die Stadt kommen, meiner Meinung nach. So, ich würde es auch aus Zuschauersicht oder aus Journalistensicht oder wie auch immer einfach natürlich auch interessant finden, Stories zu bringen. Nicht nur, ja, der hat jetzt eine neue Single, in seiner Single sagt er so und so, sondern auch ein bisschen Hintergrundwissen, wie jetzt hier das Interview, warum heißt dein Album Renaissance, warum ist deine zweite Single Brechen, warum dies, das, bla bla bla. Die Leute sollen mal ein bisschen sehen, wer Musik macht, warum, wie viel Arbeit, Zeit es frisst, wie oft man gefickt wird. Boah, sag selber, Frankfurt nicht bezahlt, einfach Anregungen. Zu oft, ja. Ja, kann einfach so passieren. Oder du machst Sachen aus oder der eine gibt dir einen Beat und später sagt er, jetzt darfst du ihn doch nicht benutzen, weil ihr jetzt keine Freunde mehr seid oder sowas. Alles schon erlebt, von Kameramänner bis Beatproduzenten, alles dabei. Wirklich, keine Ahnung. So. Jetzt kommen wir aber noch zu einer heiklen Frage. Das ist meine Frage, die ich jedem stelle. Traumfeature von dir? Raf Camora. Raf Camora im deutschen Bereich. Warum genau Raf? Er ist einfach so das Sinnbild für durchziehen. Und keine Ahnung, so ich mache morgens, ich trinke Kaffee, ich schaue seine Videos, er motiviert mich. Er war viel gehatet, man muss mal ehrlich sein. Schau seine Legacy an, schau, was er geschaffen hat. Und das ist für mich irgendwie so, keine Ahnung, ich bewundere das. Und sein Vorbild in meinen Augen so. Also selber machst du ja gar nicht so viel Dancehall jetzt, oder? Nee, gar nicht. Auf dem Album Dancehall, Afropop oder so? Nee, gar nicht. Wenig. Wenig, wirklich wenig. Aber er ist für mich als Person und was er sagt in seiner Musik und wie er halt seine Meinung und seinen Kopf, also seine Lebensgeschichte erzählt, die Worte, die er findet, ist für mich halt krass inspirierend. Weil er, was er in zwei Sätzen sagt, so viel geben mir Rapper nicht mehr auf dem Album, weißt du? Und das ist halt so, glaube ich, warum ich bei ihm so hängen geblieben bin. Und international? Für Amerika höre ich zum Beispiel fast gar nicht. Und Mad Regime wäre krass. Frankreich. Französischer Hip-Hop wird so oder so immer beliebter, geht immer mehr nach vorne auf jeden Fall. Sind auch, wenn du mal ehrlich bist, so für Dancehall zum Beispiel auch Wegbereiter. Also die waren natürlich schnell bei Dancehall mit dabei, ganz vorne. So. Ja. Ich habe mal auch gehört, so das war eigentlich Palm aus Plastik. Sollte mit Emma Steh. Genau. Und da hat er abgesagt oder so, gell? Geklaut oder alleine auf einmal benutzt, obwohl das hätte ein Feature sein sollen oder sowas. Ja. Normal, die sind einfach weit vorne, die Franzosen, die machen auf jeden Fall Babazon. Und die Sprache geht da geil ins Ohr. Weißt du? Normal. Die Stadt der Liebe. Kennst du Ghetto-Phänomen? Der hat ja auch mit Raff das Lied, Fratello. Oder die Crew. Nee, das kenne ich nicht. Weil die sind auch sehr krass unterwegs. Weil ich oder PNL, so, die Zwillinge. Ich bin auch oldschool, Bruder. Ich merke schon. So, du erzählst mir von Leuten, die sagen, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. So, ich bin auch der den Raff so aus depressiven Aufschlitz-Songs kennt. Weißt du, wie ich meine? Wo er so seine innere Aber ich finde, so aber ich finde wenn du ihn dann heute hörst und du hörst dann die alten Alben, dann verstehst du ihn ganz anders als zu dem Zeitpunkt, wo er es vielleicht released hat. Ja, normal, Bruder. Ja. Aber man geht auch durch die verschiedenen Phasen, so, weißt du? Jeder. Früher habe ich auch mehr so Horrorcore-Rap, so ich bring dich um, so richtig schlimmen Sound gemacht, so. Jetzt wird es auch schon immer mehr so melodischer, so von Single zu Single. Nächstes Jahr Dancehall. Habe ich schon gemacht. Hast du? Normal, Dope-Lieferant mit Carlos Rivas, Münchner Xindel gefickt, gedisst, Bruder. Song über 10.000 Views auf Spotify, irgendwie geil. 25.000 Streams oder sowas.
oder 22, geil, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich schaue da nicht täglich rein. Einfach machen, was man fühlt. Aber es war halt cool, das war halt genau in der Zeit, wo ich da den Beef hatte, habe ich halt auch einen Seitenhieb verteilt. Das war jetzt kein Diss-Track oder sowas. Ja. Da habe ich halt 2-3 Lines gebracht und für mich war das Thema halt damals einfach gegessen eigentlich so. Weißt Sportlich, auf sportlicher Ebene, wie sagt man normal, wenn du wenn du einen hier in München schlägst oder irgendwas machst, dann gehst du nur in den Knast. Ich will Musik machen, Bruder. Ja. So, und wenn es irgendwas zum Klären gibt, dann greife ich natürlich lieber zum Mikrofon als wie jetzt zu anderen Methoden. Weißt du, ich meine, muss nicht sein. So, aber generell mache ich halt am meisten Musik, Bruder. So, ich mache viele Features. Musik ist auch das Schönste, was es gibt. Ich mache gerne Features mit Leuten aus anderen Städten auch so. Ja. Ich suche mir nicht jetzt so diese, wo man erwarten würde, warum fragt er nicht den, warum fragt er nicht den, die haben schon ein bisschen strategisch oder so. Ja, so, ich nehme die Leute, die ich feier, Bruder. Ja, so muss auch sein, weil ich finde, alles andere wirkt dann zu verkrampft. Wie viele Features hast du bei dir drauf ungefähr? Keins. Da weißt du es genau. Keins. Keins, Alter. Kein Feature. Bruder, das war damals auch mein Traum, Solo-Album. Habe ich mir damals mit deutscher Ausländer erfüllt. Nein, für mich ist so, weißt du, wenn ich sage Renaissance, meine persönliche Wiedergeburt, dann muss auch nur ich da stattfinden, so. Fertig. Aber in Zukunft, Features, Künstler, die nah zu dir stehen, nicht nur jetzt Ziggy Brown, auch gibt's da was? Das Ding ist halt, ich bin halt immer noch so sehr auf mich selbst fokussiert, meinen Sound so zu finden, dass ich auch gar nicht irgendwie in die Situation gerade komme, dass ich mal irgendwie mit jemand anderem im Studio bin, so, aber wenn was Cooles hier steht, auf jeden Fall. Wenn es geil ist, wenn es beide feiern. Irgendwann der Anruf von Modus kommt. Modus, ich komme mit Taxi dann, direkt. Dann entweder schnell absagen und Land verlassen, Bruder. Yeah. Oder drauf gefasst sein. Ich habe Flucht schon vorbereitet, wie bei Prison Break. Aber wenn du so lange brauchst wie hierher, dann weißt du, komme ich gleich weg. Alter, jeder, der den Modus kennt, weiß, zu spät kommen ist Attitude, Bruder. Ja, ich sitze hier, ich schaue auf Instagram, er ist gerade beim Einkaufen, er postet 4Bro und macht Werbung. Und ich sage, wo bleibst du? Nochmal hier offiziell 4Bro, wir wollen von dir supported werden. Ich will Eistee umsonst, ich stelle ihn auch immer hier auf den Tisch. Yeah. Kein Problem, Soundstars. Es gibt sehr viele Eistees mittlerweile, gell? Ich habe gar keinen Überblick mehr. Eistee, ich bringe auch einen raus. 4Bro macht jetzt sogar Sucuk-Chips, Alter. Echt? Habe ich doch gerade in der Story gepostet. Warum hast du dich mitgenommen? Das ist Werbung. Poppers, Alter. Ja, die müssen jetzt erstmal Eistee sponsoren, Bruder. Oder so. Danach gehen wir weiter zu Sucuk und Salsa, Bruder. Auch nicht schlecht. Na, aber krass, Alter. Das sind ja auch so mehr oder weniger Privatleute gewesen. Hab so ein bisschen die Firma verfolgt. Haben ihr eigenes Ding gemacht. Ich glaube, Mois und so haben relativ viel Werbung dafür anfangs gemacht. Ja, nicht nur viele halt, weil 4Bro ist halt auch ein cooler Name. Die haben es halt 4Bro gemacht. Ja. So, die haben strategisch gedacht in der Sache. Ja. So, jetzt sind wir so musikalisch durch. Ich hätte aber noch eine andere Frage. Und zwar, wenn du Videos drehst, suchst du deine Sachen dir selber aus oder lässt du deinen Kameramann mehr oder weniger entscheiden, was zu dem Song passt? Ich muss dazu, also eigentlich ist jedes Mal so, wir planen, oder Mario vor allem, er sagt, ja, wir müssen diesmal alles genau planen und so, aber ich bin da sehr emotional so. Ich sag zum Beispiel, ich habe heute den Song aufgenommen und sage, okay, Bro, morgen müssen wir drehen. Weil in dem Moment, ich bin voll da, so, morgen müssen wir drehen. Zum Beispiel, wir wollten ein drittes Video drehen, ich habe Stühle bestellt, so Klappstühle. Ich habe die nicht mal ausgepackt, die stehen immer noch im Flur, meine Mutter fragt jeden Tag, wann schickst du die endlich zurück? Ich habe gar keinen Überblick mehr. Nee, aber meistens, ich habe schon mein Bild im Kopf und Locations und so, alles suche ich selbstständig raus. Und Mario dreht dann meistens nur ab und macht dann vor Ort, sagt dann, hey, das würde cooler kommen oder macht sich halt seine eigenen Gedanken. Aber ich würde schon sagen, dass ich da relativ meinen eigenen Kopf habe. Wenn nicht, Mario, korrigiere mich bitte. Aber er trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, keine Frage. Normal, also alles self-made mehr oder weniger. Ja, aber es macht auch Spaß. So. Aber so muss auch Hip-Hop sein, man muss es fühlen. Ja. Man muss auch manchmal mitleiden, weißt, wenn was nicht hinhaut. Ja. Oder nicht umsetzbar ist, so wie man das plant. Es ist doch schwer, Aufgaben abzugeben, glaube ich. Also, ja, natürlich. Ich muss bei allem, ich muss immer so, ich bin immer hinterher. So, ich muss immer up-to-date sein. Ja, man hat halt auch oft das Gefühl, wenn man es selber macht, macht man es halt richtig, weißt, so mit Herzblut. Ja. Ein anderer macht halt ja so, hier, wischt es schnell ab. Ja, aber das muss ich sagen, deswegen ist das Album auch cool geworden, weil wenn ich zum Beispiel recorded habe und was nicht geil war, wo ich voll der Überzeugung war, das war geil,
Dann hat Daniel gesagt so, nee, du machst nochmal. Dann haben wir die Zeile halt oder die Hook 10 oder 20 Mal recorded, bis halt der Ton genau so sitzt, wie er es haben wollte. Und auch andersrum, zum Beispiel Schrei nach Freiheit, haben wir bis zur Hook fertig gemacht. Und er meinte so, hat ihm gar nicht gefallen, der Song. Ich hab gesagt, Alter, das ist brutal. Und dann habe ich 2, 3 Leuten gezeigt und die sagen, hey, das ist brutal, wir machen den jetzt fertig. Und jetzt haben wir ihn fertig gemacht und jetzt ist, glaube ich, sein Lieblingssong sogar. Ja, normal, das ist ja auch oft so bei Freundschaften, den man am Anfang gedacht hat, boah, das ist der größte Hurensohn. Ja, so. Ja, stimmt auch wieder. Das ist auf einmal dein bester Homie, so. Ja, stimmt auch wieder. Dein ganzes Leben, so. Oder du hast dich mit einem geschlagen, auf einmal versteht sie euch gut. Ja. Also das hatte ich oft in meiner Jugend so. Man hat sich irgendwo gefetzt. Und dann hat man sich irgendwo nochmal getroffen und auf einmal, hey, der ist ja endkorrekt. Ja. So, keine Ahnung. Dann ist ein Bier trinken gegangen oder ein Checky oder ein Dübel heizen. Gehört dazu. Ahnung. Aber ich glaube, was auch wichtig ist als Künstler mittlerweile, dass du dich auch einlassen kannst auf sowas. Dass du dir auch sagen lassen kannst, so hey, weißt schon, versuch's doch mal so. Und dass du auch so offen bist und es einfach mal versuchst. So. Du musst es ja nicht rausbringen oder du musst es ja nicht so machen. Aber wenigstens, dass du es versuchst. Weil viele sind, glaube ich, auch sehr dickköpfig und stur, was sowas betrifft. Allgemeinkünstler, wenn du sagst, keine Ahnung. Ich erwische mich ja selbst dabei. Ja klar. Ich erwische mich selbst dabei. Ich werde entsauer. Ach, das ist so. Nein, das ist mein Flow. Ich geh dann kurz raus, weil ich will dann nicht in dem Raum sein, weißt du? Das ist so die meiste Antwort, glaube ich, von jedem Künstler, wenn er Kritik kriegt, so. Das ist mein Flow, das ist so gewollt. Ja, oder so Sachen wie, ja, du bist im falschen Key. So, nein. Oder bei Daniel ist oftmals so gewesen, er ist immer genauso auf Takt fixiert. Ich sag so, nein, es muss so sein. Es muss da an der Stelle off sein, damit es cool kommt. Und dann so ja, diese... manchmal brauchst du das als du brauchst den Gegenspieler, um die nächste Line richtig zu brettern. Das ist wie in der Beziehung, weißt du, du brauchst deinen Gegenspieler, damit es funktioniert. So ist es, Bruder. Aber für uns auf jeden Fall sehr interessant, 26.11. Kein Sinn. Deine Single. Kein Sinn. Wir werden auf jeden Fall dabei sein, nochmal darüber berichten. Du hast jetzt nochmal ein kleines Schlusswort, dann machen wir Schlusswort. Schluss. Auf jeden Fall war für mich sehr interessant, Bruder. Danke, dass du gekommen bist. Ich sag danke. War auch eigentlich sehr spontan. Wir haben erst gestern geschrieben. Ja, schon passiert, vorgestern. Oder? Mein Name ist eingeschlafen. Sein Schlusswort ist sein Arm. Nein, mein Schlusswort ist gute Sache. Auf jeden Fall, wenn euch der Talk gefallen hat, beziehungsweise Album Ash kommt am 17.12. Würde mich freuen, wenn jeder mal reinhört. Und einfach die Musik sprechen lassen, würde ich sagen. Ich freue mich drauf, ich kann es kaum erwarten. So. Ich habe ein Jahr dran gearbeitet. So. Ich bin echt nervös. Normal, Bruder. Nervös, einfach nervös. Wenn du das nicht wärst, hättest du keine Liebe reingesteckt. Ja. Bis dahin, Bro. Danke, dass du hier warst. Danke dir. Das war eine weitere Folge Artist Talk. Munir war ein super Gast. 17.12. Save the Date. Renaissance auf allen Streaming-Portalen erhältlich. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns demnächst auf die nächsten Gäste. Bis dahin, euer Molos 19.